Seit 20 Jahren klettere ich jetzt Eis und seit 12 Jahren bin ich jeden Winter über die komplette Saison mit dir auf gefrorenen Wasserfällen unterwegs. Eisklettern heißt totales Engagement und das hat uns besonders der letzte Winter gezeigt. Ja, seit 14 Jahren kennen wir uns jetzt. Seit 12 Jahren sind wir jeden Winter gemeinsam auf gefrorenen Wasserfällen unterwegs. Da gab es sicherlich mehrere Momente, wo unsere Seilschaft auf die Probe gestellt worden ist. Und das Eis wird ja auch nicht einfacher. Immer wieder hat es neue Überraschungen für uns bereit. Ja, das ist richtig. Insbesondere die letzte Saison war sehr interessant. Der Winter hat ungewöhnlich angefangen und auch im weiteren Verlauf ist es sehr, sehr spannend geblieben. Tropisch ist der Wasserfall, den wir von unserer Haustür aus sehen können. Dieses Jahr hatte er sich schon sehr früh gebildet und dann wurde es wieder warm, bevor eine zweite Kältewelle ihn wieder erstarren ließ. Das Eis war dadurch brüchig geworden und man konnte ihm nicht trauen. Obwohl wir diesen Eisfall nun schon so oft als Einstieg in unsere Eissaison geklettert sind, ist es immer wieder ein beeindruckendes Gefühl, in die Traverse zu steigen. Der Zweifel muss immer wieder überwunden werden. Das wird viel leichter und das ist gut so. Am Anfang dieses Winters tatsächlich richtig schlecht. Ein Großteil der Traverse war sehr dünn und brüchig. Ich musste sehr viele Zapfen wegschlagen, um mir einen Weg zu bauen. Trainiert zu haben, doch letztendlich sind der Wille und die Erfahrung entscheidend. Ali, was hier ist Ali? Thank you.
Auf dem Weg zu den extremen Linien des Kramisser ist es unmöglich, die Violinen zu übersehen. Zwei einfache Seillängen führen zu einer mächtigen Säule, die vor allem durch ihre Ästhetik besticht und sehr schön zu klettern ist. Genommen im Val de Coulour stellte für uns als Seilschaft eine besondere Herausforderung dar. Es war extrem kalt an diesem Tag. Das Eis war deshalb spröde und der gesamte Eiswall äußerst vergeben. Brüchigen Fels und Eis über mir hängen sah, war mir nicht klar, wie wir dort hinaufkommen. Die erste Seillänge ist der Quergang über schlechten Fels.
Rappelle-toi que tu es un homme. Not so easy. Wir waren zufrieden und erleichtert, aber dann gab es doch noch. Oh Mann, ey. Echt das? Und richtig. Es war die letzte Abseilstelle und die Seile hatten sich hinter einer Meduse total verklemmt und ließen sich nicht mehr abziehen. Und so kamen wir am nächsten Tag zurück. So, hier sind wir nochmal bei Rappelle-toi que tu es un homme. Und das kalte Wetter hatte eben gerade dafür gesorgt, dass da oben der eine Riesenzapfen abgebrochen ist. Und der ist jetzt da unten gerade reingebombt. Das waren dann irgendwie so 6-7 Meter Kubikmeter Eis, die da eingeschlagen sind, vielleicht auch mehr. Boah, so 6-7 Tonnen. Ja. Der Winter ging weiter. Über die raue See des Skagerrak nach Norwegen. Die immer höher steigende Sonne hatte das Eis zermürbt und machte die Absicherung haltlos. Traum werden wir weiter träumen.